In 2,5 Wochen finden die Zwischenwahlen in den USA statt. Dazu bei uns im Studio Sandra Navidi, seit fast 20 Jahren in New York und eine intensive Beobachterin von US-Wirtschaft und Politik. Wird die Wahl eine Denkzettelwahl für Donald Trump? Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es ein Referendum wird über die Präsidentschaft von Donald Trump, obwohl er gar nicht auf dem Wahlzettel steht. Das ist traditionell eigentlich immer der Fall, dass nach 2 Jahren der Präsident sozusagen, dass da eine Abrechnung stattfindet. Aber in diesem Fall ist es noch wahrscheinlicher als in der Vergangenheit, denn die Politik von Donald Trump ist äußerst polarisierend und strittig gewesen. Und wenn die Demokraten es schaffen, genügend Wähler zur Wahlurne zu bringen, also zu motivieren, die Wahlbeteiligung ausreichend groß wird, dann kann es gut sein, dass sie es schaffen werden, ein Haus im Kongress zurückzuerobern. Wie lange werden wir es mit einem US-Präsidenten Donald Trump noch zu tun haben? Meine Prognose lautet immer noch, dass er seine erste Amtszeit nicht beenden wird. Das liegt vor allen Dingen an den Ermittlungen des Sonderermittlers Müllers. Hinter den Kulissen hat er einen relativ wasserdichten Fall vorbereitet mit Top-Juristen. Und ich denke, da ist die Beweislast so erdrückend und da ist so viel in der Pipeline, dass Donald Trump sich nicht aus der Misere herausfeuern kann, auch wenn er Müller feuern würde oder dessen Chef Rosenstein, was ja auch immer schon zur Debatte stand. Dann, da stehen ganze Apparate dahinter, das Justizministerium, die Geheimdienste. Ich denke, man weiß nicht, wie Donald Trump sich wehren wird, welches Chaos er vom Zaun brechen würde. Aber es gibt auch indirekte, dezentere Wege als ein Impeachment, was ja kein juristisches Verfahren, sondern ein politisches Verfahren ist, genau, was vom Kongress angestrengt würde. Aber wenn zum Beispiel Müller sagen würde, er hat genug Beweismaterial gegen Donald Trump Jr., um den für ein paar Jahre hinter Gitter zu bringen, ob Donald Trump sich nicht genötigt sehe, vielleicht zurückzutreten, ein bisschen früher, als die Amtszeit endet. Also es gibt verschiedene Szenarien, die man da spielen kann. Und wie gesagt, also ich denke, da kommt noch einiges, und zwar nach den Wahlen. Bis es soweit ist, was werden nach den Zwischenwahlen die bestimmenden Themen sein, die Donald Trump setzen will? Ich denke, Handelskriege werden weiter ein Reizthema bleiben, weil der Präsident eben sehr unberechenbar ist. Man kann schwer beurteilen, was ist überhaupt sein Endgame, sein Endziel. Möchte er die USA komplett aus den globalen komplexen Lieferketten ausgliedern und total isolieren? Oder geht es ihm zum Beispiel darum, auch China um fairere Handelspraktiken, oder geht es ihm darum, China so sehr zu schwächen? Sie haben ja sowieso mit einer schwächeren Wirtschaft im Moment zu kämpfen und selbst mit Überschuldung, um China sozusagen einen Todesstoß zu versetzen, um selbst die globale wirtschaftliche Hegemonie zu erreichen. Was relativ kurz gedacht wäre, denn ein China, dem es schlecht geht, würde auch wieder Rückwirkungen haben, negative Rückwirkungen für die USA. Die Handelskriege sind ein Grund, weswegen derzeit die Märkte beunruhigt sind und die Angst vor einer neuen globalen Krise aufkommt. Ihrer Meinung nach das größte Risiko für die Weltwirtschaft? Ich würde sagen, die globale Verschuldung. Wir haben einen Rekordschuldenstand und Handelskriege. Im Hinblick auf die Verschuldung ist zu sagen, dass wegen der lockeren Geldpolitik über die letzten Jahre seit der Finanzkrise in vielen Teilen der Welt, es eben sehr, sehr viel, vor allen Dingen die Unternehmensverschuldung auch stark zugenommen hat, insbesondere in Schwellenländern. Sie sind sehr leicht an Kredite gekommen, auch Firmen, die nicht so gute Businessmodelle haben, die eigentlich nicht überlebensfähig wären. Das heißt, wenn die Zinsen in den USA steigen, viele davon sind in Dollar verschuldet, dann werden sie die Schuldenlast nicht mehr tragen können. Wir werden vermutlich dann viele Pleiten sehen, wie vieles ungewiss, und dann auch wieder die Rückwirkungen aufs System. Also wenn diese Firmen dann ihre Schuldner bzw. ihre Gläubiger nicht mehr bezahlen können, sieht man ja Kettenreaktionen über das ganze System hinweg. Vielen Dank. Bitteschön.